Ja, lieber Harald, ich wünsche dir zuallererst mal ein gesundes und gutes neues Jahr 2021. Herzlichen Dank, dass du heute auch mit quasi das Entree dieser Videoreihe machst mit mir zusammen. Und von daher freue ich mich, da mit dir zusammen einiges Spannendes zu diskutieren. Ja, vielen Dank auch von meiner Seite für die Einladung zum Video. Die guten Wünsche gehen zurück natürlich nach Baden-Württemberg für ein gesundes und ein erfolgreiches Jahr. Ja, Harald, also wir haben ja gesagt, dass wir heute über den Radar sprechen, den ihr, der Nils und du skizziert habt. Ihr habt ihn jetzt seit quasi ein einjähriges, um das mal so zu formulieren. Ja. Vielleicht kannst du noch mal ganz kurz unseren Zuschauern diesen Radar zur Einschätzung, was wir da nachher diskutieren, noch mal kurz beschreiben. Ja, mache ich sehr gerne. Also der Radar ist ein Reifegradmodell oder Maturity-Modell, wie die Engländer sagen. Der hat drei Bereiche, so wie man das auch von anderen Dingen kennt, CRM oder so. Das eine ist People, das andere ist Process und das dritte ist Technology. Also das sind die drei Bereiche. Und wir haben dann eine Entwicklung von Vision, das ist immer der äußere Ring, über Prototyp, Akzeptanz, Standard bis hin zu Commodity. Und jeder der 18 Trends, die wir hier identifiziert haben, also eins angefangen mit CX-Kultur, den haben wir dann Anfang des letzten Jahres eingeordnet. Da sieht man so einen grauen Balken. Bei CX-Kultur geht der von Prototyp bis Standard. Das heißt, es gibt Unternehmen, die noch im Stadium Prototyp sind und es gibt schon welche andere, die im Standard sind. Und der kleine Kreis mit der 1 drin heißt, dort ist die Mehrheit der Unternehmen nach unserer Einschätzung beim Thema Kultur vertreten. Und so haben wir das gemacht für alle 18 Trends. Bei manchen, beim 7er zum Beispiel, Service Cloud, sieht man eine extrem große Spreizung. Die geht dann über drei, vier Bereiche. Und es gibt dann einige, die Nummer 16, die geht dann nur noch über die Bereiche Standard und Commodity. Das ist also ganz unterschiedlich. Und wir haben jetzt für 2021 das Ganze fortgeschrieben. Und wir haben dann dort, wo es große Änderungen gab, aus dem grauen Balken einen orangen gemacht und haben dann zum Teil auch den Punkt dann entweder eins nach vorne gesetzt in den nächsten Bereich oder beim Bereich Innovation, da hätten wir ihn am liebsten auch zurückgesetzt, beziehungsweise da haben wir eine Stagnation. So ist also das Ganze aufgebaut und so schreiben wir das jetzt Jahr für Jahr vor. Heißt, wenn wir jetzt nochmal auf diesem großen Blick bleiben, es ist noch relativ wenig im Commodity-Sektor, also sprich im Kernsektor angekommen. Es ist noch relativ viel Spreizung da und für fast alle Themen eine große Spreizung. Und du hast ja das Beispiel genannt, einmal das Thema Service Cloud, aber auch das Thema 12 Customer Data Platform ist auch eine relativ große Spreizung. Alles andere ist sozusagen eher eng, aber eben noch nicht so weit entwickelt, wie wir es beide, glaube ich, und wie Nils es sicherlich auch sieht, dass wir da sicherlich noch Entwicklungsbedarf haben. Ja, Nils wird da morgen ja speziell auf People und Process eingehen. Und man sieht ja, wenn man sich jetzt gerade das People, diesen Dreieck, das anschaut, da haben wir noch relativ viele Punkte, von denen wir uns ganz arg gewünscht hätten für dieses Jahr oder für letztes Jahr schon, dass da mehr passiert wäre. Und da ist nach unserer Auffassung deutlich zu wenig passiert. Da treten wir auf der Stelle. Und bei manchen Technologien haben wir stattdessen mehr Dynamik im letzten Jahr gesehen, als wir das prognostiziert haben. Ja, korrekt. Gut, und ja, mal um dann deinen Link auch aufzubauen zu unserem heutigen Schwerpunktthema, also dieses Strategiethema, auch dieses CX-Innovationsmanagement, das ist letztes Jahr sicherlich aufgrund der Schockstarre eher etwas in der, ja, ich sag mal, in der Bredouille oder in der Reserve geblieben. Und vermutlich, das wäre jetzt meine persönliche Einschätzung, dürfte das dieses Jahr sicherlich deutlich mehr wieder einen Schub bekommen, weil jetzt einfach gewisse Dinge klar sind
Und ich weiß nicht, wie siehst du das, dass da vermutlich dieses Jahr deutlich mehr passieren dürfte oder könnte? Also könnte und dürfte durch sollte, dann bin ich deiner, dann bin ich deiner Meinung. Ja, wir wünschen uns das alle, aber ganz realistisch glaube ich, dass die Unternehmen nach wie vor alle Hände voll damit zu tun haben, mit Homeoffice und Remote Office und anderen Kommunikationsgewohnheiten der lieben Kunden, damit nach wie vor umzugehen, weil das Thema ist ja mindestens noch für ein halbes bis dreiviertel Jahr auf dem Tisch der Verantwortlichen. Und ich glaube, im Moment sind die eher in operativen Zwängen verhaftet und da haben immer viele noch nicht verstanden, dass sie ganz dringend an dem Thema Strategie und Innovationsmanagement arbeiten müssen. Ich bin nicht ganz so optimistisch. Ich glaube, ja, es sollte, aber ich sehe dafür dieses Jahr noch nicht so unbedingt die große Dynamik auf dem Sektor. Ja, dann lass uns mal in diesen nächsten 20 Minuten vielleicht auch ein paar Argumente finden, warum das vielleicht Sinn macht, dass diese operative Hektik, die letztes Jahr geherrscht hat, sicherlich auch durch strategische Ruhe und Maßnahmen auch stattfinden kann. Und stattfinden sollte, wie du es formuliert hast. Also ich gehe nochmal auf dein Spezialthema vielleicht mal ein. Und zwar, ich habe mir so die Frage aufgeschrieben, mal ganz operativ gefragt, warum sind die Unternehmen auf die Zunahme von Service Calls, die ja jetzt letztes Jahr durchaus spürbar waren, diese Zunahme, warum sind die so relativ schlecht vorbereitet? Lag es an der Kapazität, an der Befähigung oder was ist da deine Messung gewesen, deine Pulsfühlung. Warum ist diese Einschätzung entstanden? Zum einen mal ist das Thema Service in Deutschland traditionell immer so ein Effizienz- und Kostenthema gewesen. Also wenn es irgendwie geht, so effizient und schlank wie möglich, aber bitte auch nicht mehr. Also die Deutschen haben im Vergleich zu anderen Ländern, nordischen Ländern beispielsweise, traditionell immer in die Dinge investiert, die den Service schlank und rank machen, aber nicht in die Dinge, um aus dem Service vielleicht noch neue Kunden wieder zu gewinnen oder Kunden dazu zu motivieren, Zusatzkäufe zu tätigen und, und. Und in diesem Jahr ist natürlich aufgrund veränderter Gegebenheiten, ich kann nicht in das Geschäft, ich kann nicht in die Niederlassung, da ist über einige Unternehmen ein ganz schöner Tsunami hereingebrochen, weil die Fragen dann über andere Kanäle ihren Weg in die Unternehmen dann doch gefunden haben und auch finden mussten. Also ich habe nee, das stimmt gar nicht, das ist sogar 2 Jahre her. Ich war ja zweimal in Boston in den letzten 3 Jahren und eine der Aussagen, die mir aus Amerika kam, die logischerweise diese Statistik, die ist mir sowas von ins Hirn eingebrannt, die sagt, 60% aller Mobile Search-Vorgänge münden in einen Anruf. Und die haben damals schon, das ist jetzt wie gesagt 2 Jahre her, haben die gesagt, und die allermeisten Firmen sind darauf nicht vorbereitet, weil letztendlich, es wird zwar viel in SEO und in Search Engine Marketing investiert, aber dass der Kunde dann nicht online bleibt, sondern eben in einen Anruf dann überswitcht, das war für viele damals in der amerikanischen Studie eben nachgewiesen, völlig überraschend. Und ich glaube, das widerspiegelt so ein bisschen auch deine Einschätzung. Die Einschätzung ist vollkommen korrekt. Also ich kann jetzt ein paar deutsche Studien nehmen oder ein paar, die in Deutschland Ende des letzten Jahres erschienen sind. Anzahl der genutzten Kanäle hat in den letzten Jahren zugenommen. Also früher waren es dann zwei, drei, Fax, E-Mail, Telefon. Mittlerweile ist es dann Chat, Instant Messenger und noch irgendwas anderes. Und das kommt dazu. Die Anzahl der benutzten Touchpoints und Kanäle für eine Kundenreise, also eine Kundenreise kann ja sein, ich möchte ein Produkt bestellen, die hat zugenommen. Also die Kunden wechseln dann auch während einer Kundenreise häufiger die Kanäle und nutzen mehr Touchpoints. Und wenn ich darauf nicht vorbereitet bin und ich da Inkonsistenten drin habe, Medienbrüche, dann gibt es genau das Phänomen, letzten Endes greife ich dann zum Hörer, weil alle anderen Dinge nicht funktionieren und sage, ich komme mit dem Formular nicht zurecht, der Chatbot hat mich jetzt in eine Endlosschleife, dass er mich nicht versteht, geschickt und. Und dann passieren genau diese Phänomene. Wenn ich jetzt noch einen Schritt weiter gehe, also wir haben letztes Jahr einen Kunden beraten, der hat zum Beispiel bei Mercateo diese
seine Produkte verkauft und auch Dienstleistungen verkauft. Und die hatten also als Zwang, dass es relativ zügig das Tracking and Tracing von Paketen und Servicelieferungen, Service-Situationen stattfinden muss, weil das Mercateo verlangt hat. Ist das auch ein Druck, der jetzt immer mehr stattfindet im positiven Sinne, oder ist es eher negativ, weil viel mehr auf diesen Plattformen stattfindet und man selbst sozusagen die Kundenbeziehung abgibt? Das ist ja so ein Für und Wider. Ja, auf der anderen Seite sehen wir auch, dass viele Unternehmen, die vorher rein, ich sage jetzt mal analog unterwegs waren, jetzt natürlich auch versuchen, ein Stück weit ihr Geschäft zu retten, indem sie sagen, du kannst es auch bei mir online bestellen. Mhm. Also es gibt ja verschiedene Städte, die dann Portale bauen für die lokalen Gewerbetreibenden und. Und die stellen alle fest, eine der am häufigsten gestellten Fragen ist, also ich zitiere jetzt einen Österreicher, wo ist mein Packerl? Mhm. Das war ein Hersteller von Chatbots. Und das ist also, ich verstehe das gar nicht so sehr als Druck, sondern ich glaube, dass die Unternehmen über diese digitalen Kanäle sehr schnell lernen, was die Kunden bei ihnen für einen Gesprächsbedarf und Dialogbedarf haben. Ich sehe es eher positiv. Natürlich erzeugt das auch Druck, weil ich muss die Antwort ja irgendwie geben. Aber auf der anderen Seite kriege ich deutlich mehr Feedback und Erfahrungsaustausch mit meinen Kunden, wo denen der Schuh drückt, welche Informationen fehlen, was sie gerne hätten und. Ja, ich glaube auch, dass es ein schöner positiver Druck ist, weil letztendlich es geht nicht alles über die Plattformen, wie du beschreibst. Das finde ich auch toll, dass Regionen oder eben Städte diese Plattformen für sich auch organisieren und damit letztendlich auch ein direkter Kundenkontakt zustande kommt. Ich habe ein bisschen etwas anderes Thema, aber bleiben wir beim Service. Ich habe letzte Woche einen Artikel geschrieben, dass der Servicetechniker zum neuen Vertriebsmitarbeiter wird, weil der Servicetechniker eben nach wie vor noch in die Unternehmenshallen vorgelassen wird und auch vorgelassen werden muss. Ist das so auch ein Bild, was du unterstützen kannst, oder siehst du es völlig anders? Wie ist da eure Einschätzung? Nein, sehe ich absolut genauso. Es gibt einen Psychologen, den Daniel Kahnemann, den kennen nicht so viele. Aber der hat diesen Begriff geprägt, Peak and Impression. Mhm. Also es heißt ja immer, der erste Eindruck zählt. Das ist ja meistens Marketing und Vertrieb. Und das ist ja sehr oft auch sehr gut in Deutschland. Aber die Kunden beurteilen eine Kundenreise mit einem ganz großen Gewicht immer auf den letzten Eindruck einer Kundenreise. Und das ist dann sehr oft entweder der Servicetechniker vor Ort im B2B bei Maschinen oder es ist ein Mitarbeiter in einem Callcenter, der versucht dann in einer halben Stunde die WLAN-Reset-Taste beim Kunden wieder gemeinsam zu finden. Mhm. Und wenn der das dann auf den letzten Meter versaubeutelt, um jetzt mal einen etwas derben Spruch zu nehmen, dann habe ich alles, was ich mir vorher mühsam aufgebaut habe, zunichte gemacht und muss mich nicht wundern, wenn dann beim Kunden sich nicht das Gefühl eines, ich bin ein treuer Kunde, einstellt. Also ja, Servicetechniker, also sowohl physisch vor Ort als auch jetzt per Callcenter oder per Chat, sind eigentlich extrem wichtig, weil der letzte Eindruck beim Kunden derjenige ist, der für Loyalität sorgt oder eben auch nicht sorgt. Und der Servicetechniker sieht eben, das ist, glaube ich, auch unsere generelle Einschätzung, der sieht Sachen, die halt der Vertriebler oft gar nicht sieht und entsprechend auch einfach wahrnehmen kann und quasi da intern Vorlagen geben kann, so nach dem Motto, da ist was im Argen, da habe ich gesehen, ist eine Maschine von der Konkurrenz, da läuft der nächste Vertrag aus oder. Und ja, ich glaube, solche Dinge kann man ja nutzen. Ja, und es kommt noch eins dazu. Kunden unterstellen dem Servicetechniker nicht, dass er ihnen mit aller Brachialgewalt was verkaufen will. Ja. Also Servicetechniker genießen in aller Regel eine viel höhere Glaubwürdigkeit und Vertrauen beim Kunden als jemand, der schon per Titel und per Amt ein Verkäufer ist. Ne? Genau, das ist sehr gut. Das finde ich super, ja. Dann habt ihr in euren Erarbeitungen habt ihr auch über KPIs gesprochen. Ich fange mal noch mit einem meiner Lieblingsthemen an, weil du es vorhin auch gesagt hast, es wird nach Service wird sehr stark nach KPIs, Kennzahlen auch gesteuert. Diese Average Handling Time, die ja oft sehr pauschal definiert wird, anstatt zu sagen, okay, nach Kundenwert darfst du bei Kunden mit niedrigem Kundenwert, musst du gucken, dass du vielleicht in 3 bis 5 Minuten fertig bist, aber bei Kunden mit hohem Kundenwert darfst du dir gerne auch
20, 30 Minuten Zeit nehmen. Ist das so ein Beispiel, beziehungsweise kannst du weitere Beispiele nennen, wo diese KPIs hilfreich sind oder wo sie vielleicht noch nicht hilfreich eingesetzt werden? Also die Average Handling Time ist gefährlich und wird oft falsch eingesetzt. Mhm. Also ganz ursprünglich ist sie entstanden, weil sie ein exzellentes Tool ist, um die Personaleinsatzplanung im Callcenter zu bewerkstelligen. Wenn ich die AHT-Zeit weiß und wie viele Gespräche kommen, dann kann ich sehr gut bemessen, wie viele Leute brauche ich am Telefon. Mhm. Das hat aber für den Kunden keinen Mehrwert und keinen Nutzen. Es gibt das Beispiel dafür, dass man es nicht einsetzen sollte, AHT. Das ist Zappos und Lens End. Mhm. Beide haben ihren Mitarbeitern, ich sag mal, unter Androhung körperlicher Strafe verboten, auf die Uhr zu gucken, wenn sie mit dem Kunden sprechen. Und sie gucken auch nicht auf den Kundenwert, sondern sie nehmen sich genauso viel Zeit, wie es nötig ist, um das mhm. Kundenliegen anzubeantworten. Wenn man jetzt gar nicht mehr nur noch auf das Personal angewiesen ist, weil Terminvereinbarung oder Status-Tracking von wo ist mein Paket, das kann ich heute per Chatbot und Self-Service machen, dann kann ich doch bitte die verbleibende Zeit nutzen, um mir so viel Zeit zu nehmen, um empathisch und einfühlsam mit dem Kunden zu reden. Also ich bin kein Freund von AHT mhm. und ich bin auch kein Freund davon, den einen Kunden jetzt nach 3 Minuten abzuwürgen, weil er vielleicht ein C-Kunde ist. Vielleicht wäre er morgen ein B-Kunde, wenn ich mir endlich mal genügend Zeit nehmen würde. Also mhm. ich bin kein Freund von AHTs und ich glaube, das ist auch wirklich kein guter Maßstab. Gibt es weitere KPIs, wo du sagst, die sind vielleicht wichtig, aber noch relativ unbekannt, weil sie einfach in diesem, ich sag mal, typischen Mainstream irgendwie untergegangen sind? Aber du bist ja so viel in Unternehmen, dass du sicherlich auch Sachen siehst, die hilfreich sind, aber so noch nicht bekannt sind. Also bekannt ist Kundenzufriedenheit und NPS, auf die will ich jetzt nicht eingehen mit mhm. ihren Vor- und Nachteilen. Was weniger bekannt ist, ist der Customer Effort Score. Also wie viel mhm. Zeit muss ein Kunde aufwenden, um sein Anliegen zu erledigen? Und mhm. das ist vielen Unternehmen nicht bewusst. Und dem Kunden die Zeit zu stehlen, ist somit das Schlimmste, was man dem Kunden antun kann. Und das ist also ein großer Loyalitätstreiber irgendwo. Also da gibt es genügend Untersuchungen und Studien auch vom Harvard Business Review, wo drin steht, hör auf, deine Kunden zu begeistern, sondern mach eigentlich das, was der Kunde will. Der Kunde hat ein Anliegen und das will er schnell und kompetent gelöst haben. Kompetent lassen wir außen vor, das ist nicht im Effort Score drin. Aber was drin ist, wie viel Zeit muss ein Kunde aufwenden, damit er sein Anliegen erlösen kann? Mhm. Also im ersten Anlauf, finde ich auf der Website das, was ich suche, hat der Mitarbeiter sofort die richtigen Informationen und, und. Das ist etwas, was in hohem Maße Qualität erzeugt und ich in hohem Maße dafür sorgen kann, dass der Kunde zufrieden und damit loyal ist. Das wird aber von vielen Unternehmen bislang noch nicht sonderlich gut berücksichtigt. Mhm, also das ist ein tolles Beispiel, wo ich bisher auch zwar schon gehört hatte, aber so richtig tief eingedrungen sind wir da auch noch nicht. Insofern finde ich das super spannend. Gehen wir mal wieder Richtung Technologie. Ich blende nochmal den Radar ein. Mhm. Du hast geschrieben, dass Investment in Marketing und Vertrieb dann doch irgendwie Investment in Service auslöst. Wir hatten ja eingangs gesagt, das Thema mhm. Service ist so ein bisschen das fünfte Rad am Wagen. Öfters, ich will nicht sagen immer, aber öfters wahrscheinlich schon. Hängt Service immer erstmal an, so quasi als Wurmfortsatz an Marketing und Vertrieb? Oder warum wird Service nicht als Mehrwert und auch vor allem als Wertschöpfung betrachtet? Also es hängt nicht an Service und Vertrieb, es ist dann oft schon eigenständig, aber die haben meistens ein striktes Budget von den Kosten her, weil sie erwirtschaften ja in dem Sinne in aller Regel keinen Umsatz oder so. Mhm, wenn man auch im Service vielleicht direkt Verträge abschließen könnte, was ja einige Unternehmen tun, Zusatzgeschäfte, Vertragsverlängerung, Garantieverlängerung, dann würden sowieso ein paar Unternehmen mal ganz anders darüber nachdenken, wie sie ihren Service irgendwo bewerten und auch aufstellen irgendwo. Mhm. Aber meistens müssen sie ja die Vertriebsfragen wieder zurückgeben an den Vertrieb.
Also insofern sieht der Chef dann immer nur, das kostet mich, aber es bringt nichts. Und aber ich glaube, das wird sich auch ein Stück weit verbessern und in kleinen Schritten kriegen wir da auch eine andere Perspektive von der Geschäftsführung, von den Vorständen zu dem Thema hin. Im Moment ist es so, ich stoße vorne im Vertrieb und Marketing etwas an und dann die Jungs und Mädels im Customer Service müssen sie oft ausbaden. Mhm. Aber ich glaube, dass die Perspektive dann langsam doch zum Besseren dreht und wendet. Ist da eine Hilfestellung diese Customer Data Plattform, dass also Service-Mitarbeiter nicht auf 6 verschiedenen Systemen agieren müssen, sondern möglichst dann am Ende auf einem System alles, was irgendwo in verteilten Systemen liegt, zur Verfügung gestellt bekommen? Ist das, ihr habt ja da bei Customer Data Plattform Nummer 12, habt ihr einen relativ hohen, zwar eine hohe Spannbreite, aber es ist eben schon in Commodity teilweise angekommen. Also ist das ja. Absolut korrekt. Customer Data Plattformen sind auch absolut notwendig. Das, was noch so ein bisschen fehlt, ist, im Moment werden sie häufig von Marketing und Vertrieb eingesetzt, für Kampagnenmanagement, für diese mhm. Dinge irgendwo. Gerade für Kampagnen, die über mehrere Kanäle auch gehen oder mehrstufig sind. Da sind sie sowieso unabdingbar. Wenn ich jetzt aber noch aus einer Kundenreise auch die Daten aus dem Service da einfließen lasse und wenn ich jetzt über Customer Journey Analytics Daten generiere, die mir dann sagen, die ersten 3 Schritte waren gut, aber bei der 4. bricht der Kunde mir ab und da kommt nichts mehr. Und wenn ich das in der Customer Data Plattform drin habe, dann kommt auch die Erkenntnis, es ist schön, wenn Marketing und Vertrieb einen guten Job machen, aber wenn ich auf den letzten Meter alles versemmle, mhm. dann verliere ich halt meine Kunden. Die Daten können über eine solche Customer Data Plattform generiert werden. Und wenn ich dann das richtig auswerte, dann komme ich auch zu der Erkenntnis, ich darf da hinten auf den letzten Meter halt eben nicht sparen. Was ja auch oft ein Entschuldigung, was ja auch ein toller Zusammenhang oft ist. Es wird sehr oft über Marketing Automation gesprochen. Das ist so ein feststehender Begriff. Ihr habt ihn unter Nummer 17 ja auch drin. Mhm. Aber ich versuche das immer auf Marketing, Vertrieb und Service Automation aufzubohren, weil am Ende ist ja eben genau da ja auch ein Rieseneffekt. Das ist eben auch das, was du sagst vorhin mit dieser, wie viel Aufwand hat der Kunde, bis er seine Information hat? Wie lange muss er warten? Ich kann sozusagen nach dem Gespräch durch gewisse Gesprächserfassungsvorgänge kann ich ja dieses Marketing-Automation-Tool nutzen, um dann diese mhm. Information dem Kunden so schnell wie möglich zukommen zu lassen und auch so gezielt mhm. wie möglich. Ist das ein Bereich, der jetzt auch immer mehr zum Tragen kommt, also aus deiner Erfahrung heraus? Bei dem Thema Automatisierung im Service ist es eher so, dass die Leute da auf Robotic Process Automation setzen, auf Chatbots und so weiter, mhm. aber nicht das System Marketing Automation oder die Plattform Marketing Automation nutzen. Rein theoretisch wäre es möglich, sagen wir mal so, auch so eine Automatisierungsplattform dafür zu nutzen, weil der Automatisierungsplattform ist es eigentlich völlig Schnuppe, mhm. welcher Schritt als nächstes kommt. Aber irgendwie steckt jetzt die Marketing Automation in der Schublade Marketing drin und die Serviceleute, wenn denn überhaupt, reden selten mit den Serviceleuten, aber die könnten rein theoretisch eine durchgehende Kundenreise mit so einer Automatisierungsplattform gestalten und umsetzen, wenn sie sich ein bisschen davon lösen, dass das eine Marketing-Automation-Plattform ist. Es mhm. ist eigentlich eine Automatisierungsplattform für Workflows, die über mehrere Touchpoints und mehrere Kanäle laufen. Und der Plattform ist es egal, ob der nächste Schritt eine Kundennachbefragung ist, wie zufrieden warst du mit deinem Service in der Autowerkstatt und, und. Mhm, mhm. Ja, das sehe ich auch so. Aber wie gesagt, das ist RBA, also Robotik-Thematik. Da haben wir auch immer wieder das was gelesen, aber das ist jetzt in unserem Bereich eher selten der Fall, dass wir da drauf eingehen. Ja. Deswegen finde ich spannend, dass ihr das so ein bisschen anders seht. Muss ich da auch immer wieder ein bisschen dazu lernen. Nummer 14, Augmented Reality, Virtual Reality. Das ist so ein Beispiel, wo ich jetzt in einem unserer Audits gesehen habe. Wir sehen ja alle, dass jetzt durch Corona die vor Ort persönlich stattfindenden Verkäufe quasi auf null oder auf relativ null runtergefahren worden sind. Also macht es Sinn, mit solchen Methoden den Service durchzuführen, aber auch den Verkauf durchzuführen.
Was ist da so eure Wahrnehmung und eure Einschätzung? Was kann da einer, der heute noch vor dieser Situation steht, wie gehe ich damit um? Was kann der jetzt beachten, damit er da vielleicht keine Stockfehler begeht oder eben gleich richtig einsteigt? Das ist für uns so ein bisschen, das war so der schlafende Riese. Das haben viele irgendwo nicht so auf dem Radar gehabt irgendwo. Also Augmented Reality ist zum Beispiel im Business-to-Business-Bereich im Kundenservice seit einigen Jahren ein erprobter Standard. Da denkt kaum jemand drüber nach. Also eine Firma Windmöller und Hölscher im B2B, die Maschinen in alle Herren Länder liefert, die kann jetzt nicht, wenn eine Maschine ausfällt und ein Servicetechniker in Bogota steht und nicht weiß, wie er die Kühltemperatur runterbekommt, dann kann die nicht immer einen Servicetechniker hinschicken. Aber sie kann durch ein Smartphone, was ich auf die Maschine, aufs Bedienpellen halte, aus der Firmenzentrale heraus dem Techniker vor Ort Informationen einblenden. Du musst den Regler runterdrehen, du musst diesen Knopf drücken, damit die Flüssigkeit wieder hochgepumpt wird und, und. Da ist das schon Standard, weil es einfach extrem viel Nutzen stiftet für den Kunden und auch fürs Unternehmen. Und jetzt merken wir im letzten Jahr aufgrund der Schließung von Filialen, Autohäusern oder Läden, wie auch immer, ich kann das ja auch nutzen für den Vertrieb und fürs Marketing. BMW hat auf Snapchat einige Kampagnen damit gestartet. Natürlich sprechen sie auch damit eine jüngere Zielgruppe an. Aber es gibt Firmen in Österreich, wo die Verpackung eines Produktes im Supermarkt nutzen, um, wenn ich mit dem Smartphone auf das Produkt gehe, es gibt so einen speziellen Honig, der relativ teuer ist, naturbelassen und, und. Aber dann kriege ich eingeblendet, wo sitzt der Imker, warum ist der Honig teurer, was macht er mit den Bienen und, und. Also ich kriege Informationen, die ich auf andere Art und Weise sonst nicht erhalten könnte. Und da ist im Moment eine große Lawine losgetreten worden, die auch jetzt verstärkt genutzt wird, um dem Kunden Erlebnisse in dem Vertriebs- und Marketingteil zu bieten. Da ist enorm viel Musik drin, was aber auch daran liegt, die Lösungen sind extrem preiswert geworden, also die kosten nicht mehr die Welt. Und es gibt eine ganze Reihe von Dienstleistern, die, ich sag mal, Baukästen oder Dienstleistungen anbietet, um relativ schnell extrem gute Ergebnisse zu erzielen für Verpackungen, Broschüren, Produkte und so weiter. Ich wage jetzt auch mal die These, das ist jetzt auch nicht zwar mein Spezialgebiet, aber ich kenne mich ein bisschen aus, aber ich wage die These zu sagen, das führt natürlich auch zu einer deutlich höheren Emotionalisierung von einer Verkaufs- oder Service-Situation mit dieser Augmented Reality. Also das eine, du hast dein Beispiel mit dem kolumbianischen Standort gesagt, das ist sicherlich ein Thema Qualitätssicherung. Aber das andere Beispiel von dem Honig ist ja auch eine Emotionalisierung. Also, dass ich am Point of Sale oder am Point of Contact sofort noch Zusatzinformationen biete, die dann letztendlich den Kauf vollends Ja, auslösen. also wenn ich, nehmen wir mal das Beispiel Lego, da ist eine Verpackung mit so einem Kran. Jetzt geht das Kind mit seinem Smartphone auf die Packung und dann läuft ein Film ab auf dem Smartphone, was man mit dem Kran so alles machen kann. Arm ausfahren und, und. Hallo, das weckt extrem Begehrlichkeiten und ist hochemotional. Und das Gleiche gilt für den Honig aus Österreich. Ich sehe die Blühwiese, ich sehe, was der Imker tut und, und. Also das weckt Begehrlichkeiten, emotionalisiert und das ist ja auch Sinn und Zweck der ganzen Übung. Ja, das holt dich aus der Vergleichbarkeit raus. Das ist ja, glaube ich, auch das Wichtige, dass man eben nicht mehr nur Honig neben Honig stehen hat, sondern im Regal quasi. Du kriegst einen Mehrwert, du wirst angegriffen im Sinne von, ich nehme das Produkt in die Hand und dann kommt dann noch so eine Geschichte mit Reality dazu. Dann habe ich auf einmal eine ganz andere Entscheidungsgrundlage, die eben emotional passiert. Gehen wir noch einen Punkt weiter, Nummer 15, Conversational AI. Ah, vielleicht auch nochmal Begriffsdefinition. Was versteht man denn da dahinter? Das ist ja auch so ein ganz neuer, moderner Begriff. Ja, wir haben ja unten bei der 18 haben wir noch stehen textbasierte Bots und Instant Messenger. Also nochmal zur Abgrenzung, die Bots, wie wir es ja häufig bisher kennen, sind regelbasiert. Das heißt, wenn dann, ja, nein,
0,1, wie auch immer. Mhm. Für viele Anwendungen ist das auch vollkommen ausreichend. Dummerweise haben die Anbieter von diesen Bots am Anfang gesagt, ja, wir sind AI-basiert. Klammer auf, waren sie nicht und konnten sie nicht, Klammer zu. Mhm. Das war nicht besonders intelligent, weil es natürlich eine Erwartungshaltung bei Kunden geweckt hat, die nicht erfüllt werden konnte. So, was ist jetzt Conversational AI? Da muss man sich das so vorstellen, dass das nicht nur rein regelbasiert ist, sondern der Bot kann aus einem vollständigen Satz, entweder gesprochen oder geschrieben, die Absicht eines Kunden erkennen. Und das kann in unterschiedlicher Art und Weise formuliert sein. Aber der Bot erkennt dann, was will der Kunde denn eigentlich und aus welchem Kontext heraus agiert er. Das ist also eine Stufe weiter und ich bin nicht mehr an die Regeln gebunden. Das gibt natürlich mehr Freiheitsgrade für die Gestaltung von Bots. Ich bin nicht so ein starres Konzept reingegossen und ich kann natürlich damit deutlich mehr Flexibilität gewinnen in der Gestaltung von Dialogen mit dem Kunden irgendwo. Insofern, mir persönlich gefällt der Begriff Conversational sehr viel besser, weil es geht ja letzten Endes um Dialoge mit den Kunden und um die geht's. Insofern gefällt mir ausnahmsweise mal ein Spruch aus der Technologiebranche ganz gut. Ja, viele Begriffe, die erwecken immer Erwartungshaltungen, die dann nicht erfüllt werden konnten und wir dürfen dann hinterher mal die Scherben einsammeln in den Projekten. Aber Conversational ist wirklich ein guter Begriff, der ausdrückt, was die Technologie leisten soll. Wenn wir jetzt 15 und 16 zusammenpacken, gehört aus deiner Sicht Conversational AI in ein CRM-System mit integriert oder wie muss man sich das nachher vorstellen? Also Dialoge mit Kunden brauchen immer die Anbindung A an verschiedene Systeme. Ein System ist Wissensmanagement. Weil der Bot ist halt immer auch nur so schlau, wie er trainiert und gefüttert wird. Unternehmen haben schon Wissensdatenbanken, sie haben Logistiksysteme. Wo ist mein Paket? Mhm. Woher soll der Bot das wissen? Also der muss per API oder per Webhook in Echtzeit auf das Logistiksystem und muss gucken, wo ist das Paket. Damit er aber das richtige Paket findet, muss er vorher ins CRM-System und muss gucken, kenne ich den Herrn Hen? Ist das ein Kunde? Ja, das ist ein Kunde. Das ist sogar vielleicht ein ganz wichtiger Kunde. Und mit diesen Informationen aus verschiedenen Systemen kann ich natürlich dann auch einen guten individuellen Dialog gestalten. Also CRM und Conversational und ein paar andere Systeme gehören unbedingt zu dem Conversational dazu, weil sonst gibt es keine wirklich nutzstiftenden Dialoge für den Kunden. Mhm. Kommen wir so langsam zum Schluss nochmal so ein bisschen eher eine Stufe höher. Wenn ich jetzt diese Reifegrade mir anschaue, wir haben Commodity als den höchsten Reifegrad, wir haben Standard als den zweithöchsten, Akzeptanz, Prototype und Vision. Das heißt, wir haben fünf Ebenen. Jetzt besteht, oder nicht besteht, sondern es steht ein Unternehmen, ja, wie es bei euch ja auch dargestellt ist, nicht an einem Fleck, sondern wie kann man jetzt feststellen, oder wie stellt man erstmal selber fest, wie hoch ist sein Reifegrad, an welcher Stelle steht man denn ungefähr an einem dieser, ich sage es mal, 18 Nummern. Und wie gehe ich jetzt zum Beispiel, wenn ich eine Lücke bei Conversational AI habe, weil ich das noch nicht eingesetzt habe, wie gehe ich dann da am besten vor, damit ich da die richtige Lösung finde, damit das Ganze nachher auch sinnhaft integriert und implementiert wird? Also nicht jedes Unternehmen braucht jede Technologie. Also wenn das Unternehmen richtig vorgeht, dann würde es anfangen links mit dem Sektor People und würde erstmal gucken, Strategie. Was sind die Dinge, die aus meinen Kunden glückliche und zufriedene Kunden machen? Mhm. Bei Amazon ist es bestimmt Convenience und Schnelligkeit. Aber vielleicht gibt es ein Unternehmen, wo die Kunden sagen, ich bin deswegen dein Kunde, weil du dir sehr viel Zeit nimmst für ein persönliches Gespräch, du bist empathisch, du hast vielleicht nicht die schnellsten Prozesse, aber ich fühle mich sehr gut aufgehoben, emotional gut gepampert und das ist immer alles gut. Vielleicht braucht dieses Unternehmen dann gar kein Conversational AI, vielleicht braucht es ganz andere Dinge irgendwo. Also ich sollte mir dann schon vorher genau überlegen, was sind die Punkte, die aus meinen Kunden zufriedene Kunden machen, was sind die Loyalitätstreiber? Mhm.
Und wenn ich die habe, dann kann ich dann im nächsten Schritt sagen, jetzt sind wir wieder beim Thema, nehme ich nochmal das Conversational, wenn es einen Wert für den Kunden hat, nehmen wir jetzt mal Stromversorger, Zählerstand, wenn es einen Wert für den Kunden hat, dass das auch automatisiert über die Bühne gehen kann. Zählerstandserfassung ist für den Kunden null interessant, kostet nur Zeit, muss aber erledigt werden. Mhm. Da will ich nicht mit einem Mitarbeiter sprechen. Wert für den Kunden niedrig. Wert fürs Unternehmen mit dem Kunden zu sprechen, niedrig. Zählerstand muss gemacht werden wegen der Abrechnung. Aber wenn ich das kosteneffizient machen kann, mache ich es kosteneffizient. Also da treffen dann zwei zusammen. Der Wert für den Kunden ist niedrig, der Wert für Unternehmen ist niedrig. Automatisieren, auf Teufel komm raus, sage ich jetzt mal. Da wird ein Chatbot Sinn machen. Aber wenn ein Unternehmen sagt, nee, an dieser Stelle würde ich ganz gern auch ab und zu mal mit dem Mitarbeiter reden, aus bestimmten Gründen, und das Unternehmen sagt, ja, ich aber nicht mit dir, dann haben wir da schon einen Konflikt. Haben wir in der Schweiz vor kurzem gesehen, da hat eine Bank die Filialen zumachen wollen oder einen Großteil und wollte das automatisieren, angeblich, weil die Kunden es nicht brauchen. Das gab einen hübschen Aufstand im Wasserglas und die Bank musste wieder zurückrudern. Also die Value-Irritant-Matrix, auf die der Nils auch morgen eingehen wird, ist eine ganz gute Handlungsempfehlung zu sagen, überleg dir sehr wohl, welche Technologien du wo an welcher Stelle einsetzt. Mhm. Weil wenn der Kunde sie nicht akzeptiert, weil er mit dem Mensch reden will, dann kannst du nicht automatisieren. Können kannst du schon, aber es ist nicht besonders gut. Es geht in die falsche Richtung, genau. Genau so ist es. Genau so ist es. Also insofern muss man aus unseren 18 Punkten dann gucken, mit welchen 2, 3 Dingen fange ich an, weil die geben mir dann die Orientierung, gerade in Bezug auf Technologie. Ich gebe dir aber recht, es gibt viele Unternehmen, die fangen mit Technologie an. Warum auch immer. Ja, ich musste dir die Frage ja so stellen, damit du entsprechend... Ja. Nein, das ist ja auch richtig. Also ich will in dem Fall auch von euch das hören, weil ich tick zwar auch so, aber es bringt meiner Meinung nach nur den Mehrwert für die Hörer, wenn sie aus 5 oder 6 oder 7 Mündern wie deinem hören, Mensch, Leute, denkt bitte nicht nur aus der Technologie, sondern ich denke, da müssen wir missionarisch sein und eben immer wieder sagen, People ist das Erste. Es gibt einen Punkt, wo ich die Unternehmen dann verstehen kann. Also jetzt die Krankenhäuser und Kliniken in der Krise hatten ein Problem der schnellen Kommunikation. Mhm. Die waren dafür nicht eingerichtet. Dass die jetzt keine CX-Strategie im ersten Schritt machen, sondern sagen, mir brennt der Kittel, der Oberarzt im 2. Stock muss mit irgendeinem Chefarzt oder mit einer Schwester jetzt schnell kommunizieren, dass die jetzt sagen, gibt es für mich einen sicheren Instant Messenger? Und wenn ja, dann will ich den sofort haben. Da mache ich 3 Ausrufezeichen, richtige Entscheidung irgendwo. Aber viele Unternehmen sind nicht in dieser Notsituation, dass sie jetzt eine Technologie auf Teufel komm raus einführen mussten. Die hätten sehr viel Zeit und Muße gehabt und haben sie immer noch, sich erstmal mit Strategie und Value Irritant Matrix zu beschäftigen und vor allen Dingen mit den Kunden. Was wollen meine Kunden? Was schätzen meine Kunden? Und was soll ich dementsprechend einführen? Und da fällt mir eine Empfehlung ein, die wir auch immer geben, wenn ich schon zuerst in Technologie denke, was ja jetzt mal vom Grundsatz nicht immer verwerflich sein muss, dass ich dann sage, okay, ich investiere mal in eine Testentwicklung und mache dann mit einem kleinen Kundenkreis, wenn möglich, das ist natürlich wichtig, aber mit einem einfachen, begrenzten Kundenkreis mal so eine Testinstallation und gucke, was rauskommt und lerne und weiß aber von vornherein, dass es auch sein kann, dass ich das nach 3, 4 Wochen oder 2, 3 Monaten wegschmeiße, weil ich einfach merke, es funktioniert so noch nicht. Aber dann weiß ich zumindest, was nicht funktioniert und ich weiß dann ungefähr, was ich auch will und kann dann damit so ein bisschen auch strategisch ganz anders umgehen. Also insofern, das wäre vielleicht auch noch eine Option, die man da ausdenken kann. Sollte man grundsätzlich. Wir haben ja heute den Vorteil, dass viele Technologiesysteme cloud-basiert sind, Software as a Service. Und mit Low-Code und No-Code kann ich innerhalb von 2, 3 Wochen einen Piloten aufsetzen, kann Proof of Concept machen. Und wenn ich dann wirklich zum Ergebnis komme, nach 4 Wochen, die Kunden wollen es nicht, soll ja vorkommen, dann stampfe ich das ganze Ding wieder ein, habe ein paar 1.000 Euro verbrannt, bin aber um die Erkenntnis reicher, dass ich von dieser Technologie im Moment die Finger lassen muss. Mhm. Absolut korrekt, ja. Also das ist auch ein schöner Link. Ich hatte vorhin mit Anne Schüller auch das Thema Innovation, Ideen geben,
konstruktives Querdenken oder Weiterdenken. Und da hatten wir auch so den Punkt, meistens hat man zwar 10 Ideen, aber eigentlich funktioniert nur eine. Und deswegen ist es durchaus hilfreich, wie du sagst, mal einfach probieren und schauen, ob es funktioniert. Weil nur wenn man selber glaubt, dass es funktioniert, ist es noch lange nicht die Idee des Kunden sozusagen. Und vielleicht ist es die, aber man hat es dann schön günstig getestet. Kommen wir langsam zum Schluss, in dem Sinne, dass ich dich nochmal vielleicht so abschließend diese Frage stelle. Wo glaubst du, bei den Punkten, die wir jetzt so besprochen haben, ist das höchste Potenzial für die Wertschöpfung, wo sich Unternehmen mit relativ wenig Aufwand einen relativ großen Dienst für sich, aber auch für ihre Kunden erweisen können? Also was relativ schnell Wirkung zeigt in verschiedener Hinsicht, das erläutere ich gleich gerne auch, ist das Thema Customer Journey Mapping und Management. Mhm. Das ist übrigens hier auch bewusst bei Prozesse und nicht bei Technologie, weil es geht ja um die Gestaltung von Kundenreisen, was ein Prozess ist und keine Technologie. Das hat den einen Vorteil, wenn ich Kundenreise analysiere oder designe, dann muss ich abteilungsübergreifend denken und arbeiten. Der große Vorteil ist, CX ist ja keine Veranstaltung nur für Marketing, nur für Vertrieb oder nur für Service. Und wir haben ja oft das Problem, wie kriege ich dieses interdisziplinäre Denken und Arbeiten hin? Und Customer Journey Management, also das ist auch meine Erfahrung aus einigen Workshops, wenn ich dann Customer Journey Mapping tue, ist die, wenn aus verschiedenen Abteilungen, welche an einer Kundenreise zusammenarbeiten, A, große Erkenntnisgewinn und zweitens, sie kriegen ein besseres Verständnis für ein ganzheitliches von außen nach innen Denken eines Kunden hin. Mhm. Und wenn ich diesen Gewinn habe, dass man endlich mal von außen nach innen denkt und auch die Brille auf hat, dann kann ich natürlich sehr viel mehr bewirken, als wenn ich mit einer Technologie anfange, aber jeder grenzt sich vom anderen ab. Mhm. Also insofern halte ich das für einen extrem guten Start, weil ich etwas tue, was sowieso für den Kunden nützlich ist. Ich fördere das interdisziplinäre Denken und bei diesen Workshops kommen so viele Ansatzpunkte, Optimierungspotenzial raus, dass ich damit auch relativ schnell Ergebnisse dann schon sehen kann, was ja wichtig ist, damit das Unternehmen das Gefühl hat, wenn wir das und jenes jetzt umsetzen, dann sehen wir auch relativ schnell Ergebnisse und treten damit vielleicht was Größeres los. Also das ist so eine Erkenntnis aus vielen Projekten. Das ist so ein kleines trojanisches Pferd, was aber eine große Wirkung hat im Unternehmen und was sehr viel Gutes dazu beitragen kann, abteilungsübergreifend das Thema Customer Experience voranzutreiben. Ich glaube, ein schöneres Schlusswort können wir gar nicht hinbekommen. Insofern würde ich jetzt an der Stelle von meiner Seite aus vor allem dir Danke sagen, mich sehr herzlich bedanken, dass du da für eine knappe Dreiviertelstunde zur Verfügung gestanden hast. Ich freue mich, dass wir das sicherlich an geeigneter Stelle in 3, 4, 5 Wochen vielleicht auch nochmal fortsetzen können. Und von daher von meiner Seite aus ein dickes Dankeschön dir, Harald, und dir nochmal das Schlusswort. Ja, ich habe mich auch zu bedanken. Es war total, spannend jetzt und interaktiv und extrem guter Dialog, was immer am guten Moderator und den Fragen liegt. Also danke, geht zurück. Man kann immer nur so gut Antworten geben, wie auch die Fragen irgendwo kommen. Also danke für die sehr gute Vorbereitung, die gute Moderation, den guten Dialog und für alle, die sich das hinterher anschauen, dann viel Vergnügen und einen guten Erkenntnisgewinn. Danke, lieber Georg. Ja, vielen Dank auch an die Zuhörer und wir wünschen natürlich von uns beiden, sage ich das jetzt einfach mal im Namen von uns beiden allen, ein gutes neues Jahr nochmal. Bleiben Sie gesund und vor allem bleiben Sie dem Thema treu, weil es ist einfach eine lange Laufstrecke und von daher viel Erfolg. Vielen Dank. Dankeschön.